Liebe Waage, ich grüße dich zu deiner Botschaft für den Monat Dezember. Ja, wir sind im letzten Monat angekommen und ja, da schauen wir mal, was dir mit auf den Weg gegeben werden möchte. Spüre in dich hinein, wie immer, es ist ein allgemeines Reading. Spüre nach, fühle nach, wenn nicht, schau auch bei deinem Aszendenten oder Mondzeichen nach. So, dann schauen wir mal. Was möchte der Waage mitgegeben werden? Und was ist hier noch wichtig für dich? So, okay, eine Bitte. So, wir gehen ja auch am Donnerstag in den Vollmond, in die Dunkelnächte bis zur Sonnenwende. Dann kommen danach die Rauhnächte und dann schauen wir mal, was hier wichtig ist für dich. Wow. Also, du hast in diesem Monat ganz viel Magie in dir, die aber noch raus möchte. Du darfst jetzt aktiv werden, etwas Neues in Gang zu setzen. Verbindungen sind hier sehr schön. Verträge, also nicht nur in Partnerschaften, sondern auch Verträge werden wichtig. Also lass hier wirklich alles frei. Wage es, groß zu denken. Du machst wirklich einen Sprung in eine absolut neue Energie. Wichtig ist es, aktiv zu werden und wirklich Neues in Gang zu setzen. Vielleicht hast du ja auch noch, dass du mit Steinen dich viel beschäftigst. Die unterstützen dich auch noch. Das heißt, du kannst aber auch jetzt mit dem Vollmond, mit den dunklen Nächten beginnt am 8. Zum Beispiel nochmal Steine nutzen. Mit ihnen arbeiten, quasi immer alles loslassen, quasi jeden Abend alles reingeben, was du loslassen möchtest, wo du vielleicht nochmal auf das ganze Jahr geschaut hast. Was ist gut gelaufen? Das ist ja dann okay. Was ist nicht so gut gelaufen? Das darfst du dann loslassen. Und da kannst du Kristalle für verwenden. Das heißt, du gibst es rein, dann stellst es die Nacht über Fenster oder nach draußen, am nächsten Tag reinigen und diese ganze Zeit bis zur Sonnenwende nutzen, um dann in den Rauhnächten wirklich in deine Wünsche zu gehen und wirklich hier groß zu denken und wirklich ja, ins Neue auch zu springen. Also wunderschön. Geh da bitte vorwärts und nutze deine Magie in dir. Ja, du hast hier Erzengel Gabriel an deiner Seite, ne? Der bringt dir hier diese Gnade, dass, also er möchte auch, dass du hier wirklich in diese neue Energie kommst, in neue Partnerschaften, Verträge, alles, was für dich richtig und wichtig ist. Und hier gilt es absolut, deiner Intuition zu vertrauen. Nur du selber, wie ich immer sage, kannst ja selbst erspüren und fühlen, was für dich gut, richtig und wichtig ist. Fühlt es sich gut an, dann kannst du es machen. Fühlt es sich nicht gut an, dann lass es sein. Aber deine Intuition wird dir hier den Weg weisen. Rüttel dich, schüttle dich. Mit einer Schüttelübung befreist du dich von Altlasten. Dann fällt der nächste Schritt ganz leicht. Stell dich mit schulterbreit geöffneten Beinen fest auf den Boden. Schließ die Augen und schüttle deinen ganzen Körper gut durch. Fang dabei langsam mit den Händen und den Armen an, bis du deinen Rhythmus findest und deinen ganzen Körper vom Schütteln vibriert. Dann lass die Übung langsam ausklingen, bis du wieder fest und ruhig stehst. Genieße einen Moment lang die frische Energie, die durch deinen Körper fließt. Also auch das kannst du nutzen. Schalte auch hier deine Magie frei. Nutze Steine, es kommt was Neues. Wage groß zu denken. Du hast die Gnade an deiner Seite. Lass deine Energie frei, lass sie raus.
Lass alles Alte nochmal los und geh in die neue Energie, wo du groß denken darfst und folge immer deiner Intuition. Sie weist dir den richtigen Weg. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, wünsche dir eine gesegnete Weihnachtszeit, ein entspanntes Rübergehen in die neuen Energien, in das neue Jahr und ja, sei tatkräftig und geh wirklich tatkräftig in die neue Energie, in ein neues Jahr. Sei gesegnet und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Ciao.